So, meine Lieben, ich muss mal wieder improvisieren, ja. Ich finde das schon ein dolles Ding, ich kann das verstehen, ja. Patientenwut, Ärzte fordern Vorkasse, ja. Ist doch nicht schön. Wer nicht zahlt, wird nicht behandelt. Wo gibt es denn sowas? Ja, also, ist doch unglaublich, ja. Da kocht ja die Volksseele hoch, ja. Guck mal, er hier hat auch gleich gesagt, nee, ich bin nicht mehr krank, ja. Geht wieder zur Arbeit, weil er nicht zahlt. Aber was viel Interessante, daneben, ja, direkt daneben. Lia Haus aus Koma erwacht, ja. Jetzt frage ich mich, hat die vielleicht was gehört im Koma, ja? Gedacht, ey, Mann, ey, hab ich schon bezahlt. Kommt aus dem Koma hoch, löhnt, wunderbar, wir behandeln weiter. Gut, damit macht man keine Witze. Ist jetzt auch kein Witz gewesen. Ich frage mich nur, warum steht das nebeneinander? Ja. Hier, guck mal, und dann quiek, quiek, quiek. Ich hab dich lieb, ja. Poppt das Ferkel doch das Küken, ja. Sieht jedenfalls so aus. Ich weiß nicht, ob die es wirklich da gemacht haben. Hier noch ein Großfeuer irgendwo. Hat es einem alles weggerissen. Und natürlich Preissenkung bei Lidl. Jawoll, mal wieder einkaufen gehen. So, aber hier, was mich noch viel mehr freut, der Witz, der Trinkerwitz. Ein Betrunkener kommt nach Hause, trinkt noch einen Tee. Im Bett fragt er seine Frau, haben Zitronen eigentlich kleine gelbe Füße? Nein. Oh, dann habe ich gerade den Kanarienvogel in den Tee gedrückt. Oh, gut, der war so alt fast wie die Menschheit, aber ja. Nee, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt rausgeschnitten wird, ja. Wenn nicht, also es war nicht von mir der Witz, der stand hier in der Zeitung. So, hier noch ein paar Fluglotsen schuld am Todesflug, ja. Na klar, Schleppwirbel von der vorhergehenden Maschine, ja, selbstverständlich. Ja, nö, der Höhenmesser, nö, ja, der war nicht kaputt, doch, ja. Wir hatten auch nicht auf Autopilot, nö, weil wir haben ja Shisha geraucht, ja, Tee, bringen wir noch einen Tee, ja. Gut, wir wissen das nicht, ja, die Auswertungen sind dann nicht fertig. Ich weiß jetzt auch nicht, ansonsten gibt es ja eigentlich nur noch Hoffnung für Monika Lierhaus und Ärzte glauben an vollständige Genesung von Herrn Althaus. Lierhaus, Althaus, alles genesen, wunderbar. Acht Dinge dürfen bald nach Hause. In diesem Sinne, schönen Sommeranfang und wir sehen uns. Macht's gut.